Hi, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wieder mit mir. Ich bin Melli und ich bin hier auf dem Caravansalon 2020 in Düsseldorf. So, und ich bin jetzt hier tatsächlich an einem Stand gelandet, wo ich dachte, was ist das? Das musste ich mir jetzt mal angucken. Es ist leider, wir sind ja hier noch vor Messeöffnung, es ist leider noch niemand vom Stand hier. Deswegen versuche ich einfach, das euch zu erklären, was ich gleich sehe, weil das, was ich sehe, beeindruckt mich. Ich finde es super gemütlich und mega cool. Es handelt sich nämlich hier um eine Art Faltzelt, Anhänger, Karawan, Faltanhänger, Karawanzelt, whatever. Ich würde einfach sagen, komm, wir gucken uns das Ding mal gemeinsam an. Let's go! So, ich bin nämlich hier gelandet bei Opus. So, Opus ist ein Anhänger. Ein Anhänger, der oben ein Zelt beinhaltet, welches man mit Luft aufbläst. Also quasi ein Luftzelt-Anhänger, wenn du es so nehmen willst. Und zwar sind wir jetzt hier exakt bei dem Air Opus Offroad. Das ist halt wirklich dann die Offroad-Variante hier mit dicken Reifen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir gehen einmal rum und ihr guckt einfach mal, was ich auch gesehen habe und wir lassen das mal so ein bisschen wirken, wa? Also, jetzt schaut mal. Das ist hier wie so eine Galerie. Also ich bin nun 1,77 und jetzt guckt mal bitte, wie viel Platz da noch ist, ja? Es ist der Wahnsinn. Also wir haben hier einen riesen Vorbau, Pavillon, irgendwas. So, und dahinter ist dann halt, da sehen wir dann unten den Anhänger. Der, wenn ich das da richtig sehe, sogar eine Art Mover verbaut hat. Also da eine Rangierhilfe. Mit Stützen abgestützt ist und dann halt diesen Aufbau hat. So, und was mich halt tatsächlich beeindruckt hat, deswegen ich hier auch rangegangen bin, ist, guck mal, hier ist eine richtige Sitzecke drin. Und ich finde die tatsächlich super, super süß mit diesem Bambusholz und alles. Und das ist richtig, das ist so, ich weiß nicht, ist das Kunstleder oder Echtleder? Ich kann es jetzt auch leider nicht wirklich riechen wegen des Mund-Nasen-Schutzes. So, wir gehen aber einmal außen rum, bevor wir nämlich reingehen. So, also. Wir haben auf jeden Fall diesen Aufbau hier mit diesen Luftschläuchen. Dann haben wir hier ausgeklappt dieses Seitenteil. Und da sehen wir auch gleich schon 400 Kilo Tragegewicht. Das ist auch schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Das ist die Seite. So, und dann flitzen wir noch einmal rum. Also, ich finde das total cool. Ich hoffe tatsächlich, dass... Hi! Oh, da ist ein bekanntes Gesicht. Da muss ich gleich mal hinflitzen. So, und dann haben wir hier auch noch einen ausgeklappten Teil. Und hier vorne sehen wir, wenn wir uns einmal rumquetschen, haben wir hier eine Anti-Schlinger-Kupplung. Und ja, hier vorne ist dann halt die Deichsel, ne? So, also jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen Eindruck. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal über zum Faktencheck. So, Faktencheck ist hier tatsächlich ein bisschen größer. Das ist so eine Riesentafel. Ich würde sagen, wir gehen das einfach mal so grob miteinander durch. So, wir haben hier inklusive der Deichsel eine Länge im geschlossenen Zustand, also wenn es ein Anhänger ist und dann in etwa so aussieht. Hier sehen wir auch noch diesen Steinschutz, diesen Schlagschutz. Warte, da zeige ich euch nochmal. Da, das Schwarze. Damit, wenn man dann wirklich Offroad fährt, dass da dann auch da alles gegenballern kann. Jetzt kommt hier auch schon ein Profi. Das ist super. Das heißt, wenn ich gleich Fragen habe, dann kann ich fragen. Wir haben hier eine Gesamtlänge mit der Deichsel von 540 cm, also 5,5 Meter knapp. Und breit ist er 2,15 Meter. Was ist uns noch wichtig? Die Betten. Betten sind 1,90 lang, 1,40 breit. Also tatsächlich sogar ein bisschen größer als bei mir im Wohnwagen. Ich habe ja 1,90 mal 1,30. Also von daher schön ordentlich große Betten. So, und was auch wichtig ist, so, jetzt haben wir hier das Gewicht. Gesamtgewicht 1100 Kilo. Also, wenn man es jetzt mal so mit einem Wohnwagen vergleicht, tatsächlich ein gutes Gewicht, um zu ziehen, auch wenn man ein nicht ganz so starkes Auto hat, ne? So, und jetzt, das ist drin und das ist natürlich dann alles super spannend. Also, wir haben in diesem Fall, weil es die Offroad-Version ist, haben wir hier natürlich Offroad-Reifen. Die haben wir auch schon gesehen. Dann haben wir hier noch zwei Gasflaschen können hier rein. Dann haben wir den Steinschlagschutz, das hatte ich euch ja auch eben gezeigt. Naja, und dann halt sowas wie eine Handpumpe, Frischwasserpumpe, okay, das ist jetzt nicht so schlau. Kunstleder, da steht's. Kunstledergruppe. Ja, würde ich mal sagen, gucken wir uns das Ding jetzt mal wirklich im Detail von innen an. Und vielleicht können wir hier gleich noch ein paar Fragen stellen, weil die Leute kommen hier gerade.
So, Leute. Jetzt habe ich mir hier jemanden geschnappt, der hat wirklich Ahnung. Also, das ganze Ding ist ein Faltkarawan, richtig? Jawohl. Ich habe hier nämlich den Michael. Hallo. Genau. Von AirTrend. Richtig. Wir sind Importeur und Händler für den Air Opus Camper. Das ist das Offroad-Modell. Ja. Und drüben sehen wir noch im Dunkeln den Allroader. Den machen wir gleich ganz in Ruhe. Ich möchte erstmal hier dieses Offroad-Ding. Mega cool. So, also, erzähl mir mal ein bisschen was Schönes. Was muss man darüber wissen? Tja, er vereint eigentlich alles Gute in einem. Ja. Er hat, wie ihr sehen könnt, unglaublich viel Raum. Würde jetzt die Sonne scheinen oder wir wären draußen, wäre das Taglicht durch die Oberlichter unglaublich gut erkennbar. Wir hätten also ein unglaublich helles Fahrzeug. Ja. Er ist sehr hoch, hat eine tolle Stehhöhe, das Raumvolumen ist enorm. Ihr habt, und was es eigentlich ausmacht, zwei feste Betten, 1,90 x 1,40. Ihr habt eine feste Sitzgruppe, die umgebaut werden kann zum weiteren Schlafplatz für zwei Personen. Das heißt, wir hätten dann sechs Personen vom Boden weg, ohne Kontakt zum Boden. Wir haben dabei einen Kühlschrank, der einzige Faltkarawan, der eine fest eingebaute Heizung hat auf 230 Volt. Ach, da unten das, ne? Das ist die Heizung. Das darf ich mal reingehen? Ja, bitte. Oh Gott. Stop, ja, nee, kein Problem. Naja, alles gut. Ugh. Wow, guckt euch das mal an. Und dann habt ihr hier ein Porta-Potti. Ach, wie geil. Ja, sehr schön. So ein kleines habe ich bei mir auch nur dabei. Ja, guck mal, so, jetzt können wir uns auch hier wirklich mal die Betten angucken. Wenn du möchtest. Ja, ich habe auch gelesen, bis zu 400 Kilo Tragkraft. Also da braucht man ja wirklich keine Angst haben, ne? Nee. Ist der Wahnsinn. Es ist wirklich enorm hoch. Also ich glaube, so ein Raumgefühl hat man in keinem Wohnwagen. Das ist echt der Wahnsinn. Und was echt ganz cool ist, ja, ich habe es eben schon gesehen, wenn man allein schon, also ich liege jetzt hier wirklich so im Bett, ne? Und jetzt guckt euch mal diesen Blick bitte an. Und was ich auch sehr, sehr cool finde ist, guck mal hier hin, ist jetzt sehr hell, aber hier dieser Lichterschlauch ist quasi hier so richtig eingearbeitet. Und dadurch hat man auch, wenn das mal ein bisschen bedeckt ist, kann man hier trotzdem Licht haben. Und ich sehe auch gerade, wenn die Sonne zu doll ballert, dann kann man auch hier zumachen und dann ist das auch dunkel. Ne? Also man kann hier auch schön muckelig im Dunkeln schlafen. Was ich auch sehr, sehr schön finde, das hatte ich eben schon, glaube ich, gesagt, ist diese Bambusoptik. Ne? Also wir haben ja einfach wirklich alles. Wir haben eine vollwertige Küche, wir haben Abwaschbecken, wir haben zwei Flammenkocher. Da unten. Ablagen, mehr als genug. Ablagen, also wirklich en masse. Und alles so in die, sind diese Fächer dabei? Nein, oder? Nein, das ist jetzt Deko, ne? Ja, klar. Ja, Deko ist so meins, da stehe ich drauf. Dann haben wir hier unten. Ja, genau. Vorsicht zu ziehen, ja? Ja, auch noch Ablagefächer. Was ist das? Das ist ein Soundsystem. Ach. Mach mal einmal kurz an. Einmal kurz drücken. Ja. Hab ich gemacht. Warte mal. Oh, jetzt mal. Du hast es gerade ausgemacht, das kann natürlich auch sein. Dass ich es vergessen habe auszustellen. Bitte. Na, welch ein Glück, dass die Batterie durchgehalten hat. Guck mal, indes gucken wir uns hier mal da. Ah, ne, die Kühlbox geht nach oben auf, ne? Ja. Bams. Und einfach die Sitzgruppe ist auch wirklich, wirklich reell. So, und da krabbelt man dann einfach so drüber, ne? Ja. Du kannst das Mittelteil rausnehmen. Ach so. Hier schrecken, könnte laut sein. Könnte gleich laut werden, passt auf. Er sagt gerade, das kann man rausnehmen. Oh yeah. Cool. Okay, schnell wieder ausmachen wegen GEMA und so, ne? Dann drück mal eben. Ah ja. Einmal kurz drücken. Zack, ja, zack, perfekt, aus. Ja, sauber. Und das ist ein Garmin Fusion-System, also was im Marinebereich eingesetzt wird, also alles, was Yachtbau angeht, ja, werden diese Soundsysteme verbaut. Cool. Auf kleinem Raum so viel Sound zu erzeugen und guten Sound wie möglich. Wie macht man das jetzt hier zu? Wo sind jetzt hier quasi also hier die wäre Teile? Jetzt noch ein komplettes Panel, was wir rausgenommen haben. Ja. Dann hättest du hier die Tür, die du wie so eine Scheunentür auch andersrum aufmachen kannst. Ach so. Du könntest das obere Teil einfach abklappen ja. oder den Insektenschutz haben. Okay. Hier, genauso wie alle Fenster, sind von innen zu schließen, das heißt wetterfest zu machen und Blickschutz. Das heißt, du musst nicht raus. Das finde ich schön, weil das hat man ja ganz oft, dass man dann regnet und dann muss ich immer noch mal rausrennen und muss noch mal irgendwie da alles zumachen. Cool. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Gasaußenanschluss. Richtig. Für den Dreiflammen-Gasherd hier beim Offroader, nur aktuell beim Offroader, wird es wahrscheinlich auch beim Allroader nie mehr geben. Das heißt, ich kann hier fünf Flammen gerade betreiben. Wenn du willst.
Genau. Und du hast hier einen 230 Volt Anschluss, ja, wenn du am Leitstrom steckst und kannst dort entsprechend ja, deine zweite Kühlbox, was auch immer, ja, anschließen. Vollwertiges Ersatzrad als Offroad-Ersatzrad, ja, bis hinten dran, wird abgeklappt, ja, um den Opus dann natürlich dann öffnen zu können. Ja. Wir haben im Moment als Messepaket den Mover automatisch mit drin, im Wert, ja, von 1140 Euro. Also den kriegt derjenige dann on top. On top. Wir haben bei diesem Fahrzeug die Möglichkeit, weil ja da durch die Außenküche Platz im Inneren als Stauraum fehlt, ja, hier, ach, wie praktisch, nochmal eine extra Schublade für was auch immer. Das finde ich halt auch super mit diesem Auszug, weil da muss man da nicht sich so reinhangeln. Und ne? Das ist echt ein Schwerlastauszug, also der kann was. Wow, wir mega. Hier vorne. So, ich muss einmal kurz Akku tauschen. Ich sehe nämlich gerade, der ist nämlich gerade ziemlich runter. So, Akku geladen, jetzt können wir weitermachen. So, was wir hier haben noch, also haben wir gerade gezeigt, das ist die entsprechende Schublade, die Lastenschublade mit dem großen Fach. Wir haben hier unten drunter drei Wassertanks, zwei Frischwasser und einen Abwasserkanister. Ja, und der Steinschutz. Und der Steinschutz, genau. Auf der anderen Seite haben wir, das können wir jetzt leider nicht zeigen, zwei Plätze für Gasflaschen hinter der Tür, ja, mit 5 Kilo. Also okay, 2x5 Kilo okay. Gas, damit kommt man schon eine ganze Menge. Ja, alles klar. Wie wird die Heizung hier betrieben? Du hattest ja gesagt, hier ist eine Heizung. Ich habe gerade gesagt, 230 Volt. Ah ja, gut. Wenn du natürlich autark stehst, lässt sich die Batterie über Solarlicht, über eine Solaranlage, ja, natürlich entsprechend laden, wenn man möchte. Und es gibt die böse, es gibt eine Diesel-Heizung, wenn man will. Ja, nein, aber wenn man autark steht. Wollte gerade sagen, du nimmst einen Stromgenerator mit, was das Ganze natürlich etwas einfacher macht. Ja. Bisschen Sprit rein und fertig. Ja, nee, aber deswegen kannst dann die 2200 Watt damit sehr, ja, wohl befeuern und, ja, den Kühlschrank. Cool. Was kostet denn dieses Schmuckstück? So wie es jetzt hier steht, mit diesem geilen Vorbau. Ich finde das ja auch hier. Allein schon, dass das hier so. Wie groß bist du? Weil du bist größer 1,92. Als ich. 1,92. Und jetzt guck mal, Leute, was da einfach noch für Platz hier ist. Hier ist genug Platz. Das ist der Wahnsinn. So wie der jetzt hier steht. Plus das Vorzelt, was drüben steht. Dazu gehört da dann nochmal zwei Innenkabinen. Das ist mit im Preis mit drin, weil es ein Setpreis ist. Das ist der Extreme. Ja. Der Extreme hat, wie es hier drauf steht, den Preis von 30.750 Euro. Und in dem Falle ist kostenlos mit drin der Mover, der Ego-Mover im Wert von 1.140. Wow. Hier ist auch das Soundsystem, also alles schon mit einkalkuliert. So wie hier steht, ist das der Preis als Messepreis. Okay, und jetzt noch einmal kurze Frage, weil ich hatte das hier eben mir nur einmal angeguckt, ja, unseren Faktencheck gemacht. Hier steht jetzt ja Gesamtgewicht 1.100, das ist der hier dann, ja, ne? Genau, das ist das Netto-Gewicht, ja, ohne Zubehör. Und okay, wir können kostenlos auf 1.750 Kilo auflasten, das ist... Wow. Da die Achse das kann, ja, können wir das auch ganz individuell anpassen für den Kunden, je nachdem, welches Zugfahrzeug er hat, welcher Führerschein. Ja. Bei dem wahrscheinlich jetzt eher die Voraussetzung, dass ich den großen habe. Ja. Mit dem entsprechenden Zugfahrzeug, ja, komme ich über die 3,5 Tonnen. Bei dem anderen Opus ist es eben der mit dem Allroader bis 1500 Kilo auflastbar. Ja. Auch da ist die Achse das Maßgebliche. Und das funktioniert ganz einfach. Das, okay, kannst du sogar mit einem Golf oder Mini ziehen. Dann habe ich jetzt, geil, ich ziehe mit dem Fiat 500, deswegen frage, ja, ich immer. Das wird schwierig, ist die Frage, was du anhängen machst. 800 nur, das ist lächerlich. Aber jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Ja. Aufbau und Abbau, was kostet mich, wie viel Zeit? So wie hier steht jetzt, ja, 12,5 Minuten gestoppt. So aufgebaut. What? Ja. Und hier hast du auch, das habe ich nämlich schon gesehen, ich bin ja Stand-Up-Paddlerin, hier hast du einen einzigen Aufblaspunkt. Richtig, das ist hier. Der ist hier unten. Das ist der. Ja. Und wir haben einen Kompressor mit eingebaut und hier ist auch eine X125 Lithium-Ionen-Batterie mit drin, die das autark stehen, jetzt nicht vielleicht mit einem normalen Kühlschrank, sondern wenn, ja, er mit einem Kompressor ermöglicht, doch über längere Tage an einem Ort zu stehen, ohne dass ich Strom nötig habe. So, und der Kompressor ist mit drin, die Batterie ist mit drin, das Ganze wird aufgeblasen innerhalb von 2 Minuten. Bis der so steht, wie er steht, vom Abkuppeln sind es tatsächlich 12,5 Minuten. Wahnsinn! So, und wenn man gerade anfängt, ich sag mal, wie das mal so ist, wenn man was neu hat, braucht man eh immer ein bisschen länger. Ja, ich sag mal klar, so 15, 20 Minuten, aber dann ist es schon echt viel.
Okay, und dann hat man ganz viel Zeit zum Dekorieren. Oder Kaffee trinken. Oder da, ja, ich bin so eine Dekotante. Okay. Mega. Okay, also ich würde sagen, das war jetzt erstmal der Offroad. Im nächsten Video gucken wir uns auf jeden Fall nochmal das normale Allround-Modell. Allround-Modell an. Nee, Allroad. 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 Ja. Ich brauche gar nicht so, ja doch, ich muss sehr deutlich sprechen wegen des Mund-Nasen-Schutzes. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch jetzt aber hier die Zeit genommen habt, euch mal dieses, ja, sehr besondere Vehikel anzugucken. Dann würde ich sagen, hasta luego, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich bin weg. Tschüss.